Ja, sie kommen teilweise an, soweit wir als Kommunen an dem Steueraufkommen beteiligt sind. Aber gleichzeitig mit der Entwicklung, dass es wirtschaftlich in vielen Bereichen boomt, stellen wir ja auch fest, dass die sozialen Bedarfslagen sich deutlich erhöht haben. Die Aufwendungen, die hier die Kommunen zu leisten haben, sind deutlich höher und haben das, was wir an Steuermehreinnahmen generieren können, schon mehr als aufgefressen. Unterm Strich zahlen wir in Anführungszeichen bei der Entwicklung drauf. Ja, wir müssen kurzfristig agieren und insbesondere Auswirkungen von Armut abmildern. Das tun wir auch, indem wir Wohnungslosigkeit bekämpfen, indem wir Grundsicherungen abwickeln, indem wir gesundheitliche Versorgung sicherstellen. Darüber hinaus müssen wir uns aber auch mittelfristige Strategien ausdenken und verfolgen, wie wir präventiv wirken können, wie wir generationsübergreifende Armutentwicklung und Armutsverfestigung durchbrechen können. Und ich glaube, da sind wir gut beraten, wenn wir schon bei den Kindern ansetzen, dass wir Bildungsarbeit in der Kita unabhängig vom Einkommen der Eltern platzieren. In der Kita erreichen wir alle und das ist, glaube ich, die beste Chance. Ja, die Kirchen helfen uns, wenn es um soziale Gerechtigkeit geht, sind unverzichtbare Partner, sind ein Stück weit auch das Gewissen der Gesellschaft, wenn sie ihre Stimme erheben. Ich würde mir wünschen, dass in Zeiten knapper Kassen vor Ort Kirchen ihre Stimme nicht nur erheben, wenn es unmittelbar um soziale Projekte geht, sondern auch, wenn es mal um was ganz anderes geht, was aber auch Geld kostet. Denn jeden Euro kann die Kommune nur einmal ausgeben und wir müssen in einer Gesellschaft lernen, hier die richtigen Maßstäbe, die richtigen Prioritäten zu setzen. Dabei kann uns Kirche helfen.